Ja, und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge Elder Scrolls Online. Mit dabei natürlich wieder der Brainiac, hier Ja, der Ritter in Blau. genau, der blaue Ritter, der fehlt mir nur noch so ein Dreizack, dann kann ich als Poseidon durchgehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist eine längere Zumindest. Zeit her, dass wir aufgenommen haben, glaube Gefühlte längere ich. Zeit. Bei euch ist es wahrscheinlich Ja. nur 3, 4 Tage oder 2 Tage oder 3 Tage. Aber bei uns ist Ja, es ein bei uns gefühltes ist halbes es. Jahr. Wir Ja, leben in ist einer anderen Zeitdimension. Wir so sind im lang, Raum so von lange Geist her. und Zeit und Ja, genau. bei uns ist es ein bisschen anders. Okay, Ich habe mal erstmal das wieder Gefühl gehabt, dass das zurückfinden. letzte Mal mein Charakter irgendwie vom Bild her, dass ich die Kamera links neben dem Charakter war und nicht rechts. Kann das sein? Kann man das umstellen? Echt? Ja. Weißt du, was ich Nee, meine? ich weiß nur, dass du halt, wenn du weiter wegzoomst, dass das halt in die Mitte sich zentriert und dann geht das halt Oberfläche, rechts Soziales, rum. Spielwelt, Tatsächlich, warte Kamera. mal. Warte mal, Einstellungen. Drehgeschwindigkeit, Spielwelt, Sichtfeld. Kamera. Nee, kannst nichts umstellen. Aber weißt du, was ich meine? Ich hatte das Na, Gefühl, dass ich. Spielwelt, Muss warte ich mir mal meine alten kurz. Videos mal angucken. So ungewohnt. Aber gerade, egal. Warte Ist mal. egal. Eigener Charakter, Lebensleiste brauche ich nicht. Die kommt ja eh, wenn man kämpft. Erweiterung? Nö. So, wir hatten noch ein paar Quests. Warte mal, geht das P? Nee, Nee. T. Wir lassen uns Aber wir erstmal in eine Gruppe müssen. gehen. Ach so, ja, warte. Wo geht das nochmal? Hab dich schon eingeladen. Und das geht nochmal hier an, ne, mit F, okay. Auf was drücken wir da? Z? T, mit T machst du deine Quest an. Und ansonsten mit J. Ach genau, Journey, richtig. Ja. Chuchanai. Was müssen wir machen jetzt noch eigentlich? Was haben wir, sind wir letztens stehen geblieben? Ne, wir müssen zum Hafen, wir Blut. müssen. Oder? Nee, folgt Hast dem du noch Hund eine nicht. Quest? Blut und Sichelmund war es nicht. Ja, da kommen wir jetzt hin. Betnik, Wir Betnik. kommen wir jetzt eh hin dahin. Deswegen müssen wir zu Gen Glenumbra. Und Genau, das ist da, sprecht mit wo. Captain Kalen. Richtig, dann auf geht's, oder? Dahinter müssen wir da lang, ne? Da, 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 da. Ach so, ja, du reitest ja mit deinem Kackpferd. Nee, doch nicht. Nö. Solange du kein Pferd hast, Seid ihr werde ich auch kein gleich. Pferd benutzen. Ich bin so ein loyaler Mensch. Ah! Ich bin tot. Echt jetzt? Ja, ich bin einfach krass Du Idiot, das hätte ich dir auch. Oh, fuck, heruntergesprungen. das. Ich bin in den Keller reingelaufen. Das hätte ich dir auch sagen können, dass du. Oh mein Gott. Dafür bin ich bestraft jetzt. Tot. Ja, ich hatte einen Seelenstein, das heißt, ich konnte mich direkt wiederbeleben, instant. Und ich bin jetzt schon beim Hafen. Und Ja, wo bleibst toll. du? Ach, halt's Maul. Nein, ich Instant Death weiß hier. nicht, ob ich einen Seelenstein habe und ich Das war probier's schon jetzt. mal erstmal ein schöner, todesmutiger Sprung hier. Also ich find's cool, wenn man da irgendwie so Fallschirme oder sowas einbaut. So. Genau. Da kannst du, glaube ich, runterhüpfen ohne Gefahr. Ja, oder so. Was ihr vielleicht merkt, ist rechts unten diese Minimap, die coole. Die haben wir uns jetzt dazu gemacht. Hat Pille nämlich entdeckt. Und das ist ganz cool, da kann man wenigstens mal ein bisschen. Seid Hat gegrüßt. man wenigstens mal ein bisschen Interface, sag ich mal. Ja, man Mit dem muss man dann halt nicht arbeiten immer kann. die blöde Map aufmachen, die den ganzen Bildschirm vollmüllt. Die Map quasi. Genau. Ja, hier, M. Was? Von daher relativ praktisch, sage ich mal. Genau. Die rennen hier alle. Warum rennen die alle? Ich fände es cool, wenn man tauchen könnte und Schätze aushebt oder so. Ach hier, reden. Captain Kalin. Ich habe mir geschworen, niemals wieder mit euch auf einem Schiff zu reisen. Aber Häuptling Tatskoal hat mich gebeten, euch nach Glenumbra zu bringen, Ach ja, und das genau. werde Ich ich erinnere tun. mich. Wir hatten ja Häuptling irgendwie die Tatskoal ist verrückt. Möglichkeit, Ja? ich glaube, so ein Relikt entweder zu zerstören Ja, oder zu genau. behalten. Oder Ich zu glaube, ich habe es behalten. zerstört Wir und haben's. deswegen ist die Gute ein bisschen sauer auf mich. Genau, wir haben's beide zerstört, ja. Genau, Häuptling Tatskoal ist bereit, den Dolch. Was? Häuptling Tatskoal ist bereit, den Dolchsturzbündnis beizutreten. Er bittet euch, mich nach Dolchsturz zu Nur bringen. aus Respekt für den Häuptling Okay, ich habe und jetzt zum einfach Wohl mal auf der Ja, lass uns Allianz gehen nicht gemacht und bin euretwegen. jetzt wahrscheinlich, Seid ihr bereit zu gehen? ja, sind wir. ja. Und dann können wir eigentlich die Quest machen, die wir eigentlich jetzt noch offen haben. Genau. Ein So paar sieht's Quests können wir aus. sogar machen. Aber. Glaube ich. Und es regnet. Es regnet immer. It's raining men. Halleluja. Sorry. Glenumbra, die westlichste Region von Hoffels, schließt die Stadtstaaten Dolchsturz und Kamlorn, den großen und bla bla bla. Oh, der Brainiac ist im Fall. Ah, jetzt nicht mehr. So, sprecht mit Solanis Sheldon. Oder Solanis Sheldon. Oder keine Ahnung, wie der Typ heißt. Oder ausgesprochen wird. So oder so Hallo. ähnlich.
Hallo. Nein, renn nicht weg. Bringt es eigentlich was, wenn man dauernd sprintet und dann irgendwie seine Ausdauer irgendwie ein bisschen trainieren kann? Nee, oder? Wahrscheinlich nicht. Das wäre cool, ja, aber so funktioniert das Spiel nicht. Nein, also das wäre doch mal geil gewesen. Warum gibt's sowas nicht? Wenn man viel sprintet, dass man so, muss ja nicht viel sein, aber so, keine Ahnung, alle 2 Kilometer mal plus 1 Ausdauer oder so. Wäre mal cool. Wie kostet eigentlich so ein Pferd? Ich guck mal kurz. So viel, dass ich mir nicht leisten kann. Ja, warte doch mal. Achso, nee, da kann ich noch mein eigenes Pferd füttern. Ich will wieder mal eins kaufen. Ich möchte mich. Ja. Ja, wo kann ich mir denn eins kaufen? Ja, eigentlich bei der Tussi da. Ja, bei der da. Bei der Stallmeisterin. Okay, warte mal. Ich sag dir jetzt mal, ich möchte mich bei der Stallung umsehen. Ein einfaches Pferd kostet 17.200. Boah, krass, wie viel hast du? 2,9. Ich hab 2,3, okay, das reicht nicht. Ach, guck mal, jetzt. Ein, was hast du? Was hast du? Hast du ein Zugpferd? Moment. Mir ist gerade wieder der Prophet aufgetaucht. Ich hab ein, ich weiß nicht, was das ist, ich glaube ein walisischer Hengst, ich weiß es nicht. Ich guck mal kurz, warte. Oh, scroll. Ne, wo ist das denn? Verschiedenes, Questgegenstände, Trödel. Wo hab ich das denn? Wo ist der Typ bei dir aufgetaucht, da hinten? Warum ist denn der Typ bei dir aufgetaucht, der Prophet? Ach, guck mal da. Keine Sorge, nur ihr. Wir müssen sofort reden. Wir müssen reden. Ich hab aber keine Zeit. Es nützt nichts mehr zu reden, Prophet. Unsere Beziehung ist am Ende. Ich rede jetzt erstmal mit dem Sir Lannis Sheldon. Kann ich euch behilflich sein? Ich überbringe ein Gesuch. Häuptling Tatskoll wünscht, dem Dolchsturzbündnis beizutreten. Der Kriegshäuptling der Wellenbrecher? Beeindruckend. Ich weiß nicht, was ihr getan habt, um ihn zu überzeugen, mein Freund. Aber ihr habt meinen Dank dafür. Bitteschön, hab ich gern gemacht. Ich werde dieses Gesuch direkt zu Großkönig Emmerich bringen. Genießt euren Aufenthalt in Dolchsturz. Alles klar, Quest abschließen. Gut. So, jetzt können wir mit dem Typen hier noch reden, mit dem Propheten, oder? Hallo? Ich bin gerade mit dem anderen Menschen mich am Reden. Aber ist noch nicht fertig, oder? Doch, jetzt. Ah, okay. Ich gehe mal zur Zuflucht, glaube ich. Zu was? Zum Propheten. Der steht aber hier. Ach, hast du mit dem Propheten schon geredet? Ja, noch nicht. Nee. Hallo, nee. Prophet. Ich habe eine sichere Zuflucht gefunden, von der aus wir unser weiteres Vorgehen. Ihr müsst mich dort treffen. Ihr müsst mich dort treffen. Wo ist die? Ich bin in einer Stadt der Bretonen erwacht. Die Luft war schwer von Duft. Ach so, bist du fertig? Nein. Pferden und Intrigen. Dolchsturz. Die Zuflucht ist in einer verlassenen Höhle außerhalb der Stadt. Ich werde euch dort treffen. Alles klar. Ich muss aber mal gerade ein bisschen die Einstellungen, Audio, Dialoge. Schon 100%. Was? Okay, alles klar. Hört doch mal auf, hier so rumzutänzeln. Folge mir, junger Padawan. Tänzer da, ey. Folge dem Hund, ich will aber nicht dem Hund folgen. Finde die Zuflucht da. Siehst mich nicht. Wo bin ich? Wo bin ich? Hinter mir. Scheiße. Ist aber cool. Komm, ich bin verstecken. Ist das die Zuflucht hier? Oh, warte mal, hier ist ein Baumstumpf. Kann ich in den Baumstumpf rein? Oh, schade, ich kann hier in den Baumstumpf nicht rein. Oh. Zunftbrot. Ach, guck mal. Die Zunftbrot. Essenz. Ich geh schon mal. Ja, es ist. Ist ja sonst noch irgendwas? So. Das sind Wölfe. Sammlerneuling. Kuli. Gammlerneuling. Super. Gammler. Genau. Mal rein. Solo-Verlies. Was heißt, was ist denn ein Solo-Verlies? Ein Solo-Verlies heißt, dass du eine eigene Instanz hast und ich habe eine eigene Instanz. Das heißt, cool. Wir sehen beide das gleiche, aber auf einem anderen Zweig, auf dem Server. Ah, aber nicht auf, aber nicht zusammen, also wir sehen uns nicht gegenseitig. Richtig. So, Leute haben wieder was dazugelernt. Ein bisschen Technikgeschwafel muss ja auch dabei sein, ne? Kann ja nicht alles nur Spiel und Spaß sein, man muss ja auch den Leuten was beibringen. Bin ich mal gespannt, was hier so geht. Sprech mit dem Propheten, alles klar, machen wir. Warum ist denn bei der Map, warum sehe ich die, siehst du unten bei der Map die genaue Map von der Zuflucht jetzt hier? Nein, das ist einfach nur mein Pfeil über der Höhle. Genau. Aber ich muss mal meine Sounds
Versteht man die ja nicht. Ich rede schon mal mit dem. Ja, mach so, was du willst. Wo ist es denn? Dialoge 100. So. Dieses Heim ist so bequem, wie es sich eine alte, ausgetrocknete Haut wie ich nur wünschen kann. Wie habt ihr es gefunden? Trotz meiner Blindheit. Wie habt ihr es gefunden? Ihretwegen sind meine anderen Sinne umso schärfer. Dieser Ort hatte einfach den richtigen Geruch. Hatte den richtigen Geruch, alles klar. Als ihr mir in Kalthafen zum ersten Mal erschienen seid, spracht ihr von einem Schicksal. Doch wir sollten nichts überstürzen. Ohne das Wissen darum, welchen Weg wir zu beschreiten haben, wird uns jede Straße nur ins Nichts führen. Ehe wir also unser Schicksal wirklich begreifen können, oh, eine Geschichtsstunde. Wow, Geschichtsstunde. Gewissermaßen. Ich lade euch dazu ein, in meinen Geist einzutauchen und mit mir durch Visionen der Vergangenheit zu wandeln, damit ihr die Ereignisse versteht, die uns zu dieser Zeit und zu dieser Stunde In seinem Geist werden wir wandeln, alles klar. In meinen Verstand entseelt er. Und geht mit mir durch die Schatten vergangen. Weißt du, was ich lustig finde? Manchmal ist das Spiel verbuggt und da haben die so einen komischen Kiefer hängen. Also der ist bei mir dann so ein bisschen nach rechts oder nach links versetzt. Und dann sehen die so ein bisschen verkrüppelt aus im Gesicht. Nee, bei mir gar nicht. Oh cool, wir sind jetzt durchsichtig. Fast halb ein bisschen. Oh, folgt dem Propheten. Wir sind Plasma. Und erfahrt von den Ereignissen, die dieser Krise gehen zu Fuß. Kann man auch irgendwie laufen, langsam? Ja, ich habe das auf die Dividieren-Taste gelegt beim Numpad. Die Mottenpriester haben mich bemitleidet und in ihren Schoß aufgenommen. Ich war schwach und dem Tode nahe. Dort habe ich das erste Mal die Schriftrolle der Alten gesehen, oder auf Englisch die Elder Scrolls. Spoile doch nicht alles. Ich habe übersetzt. Erlaubnis, mir das Gewebe der Wirklichkeit zu sehen. Ich habe nicht gespoilert. Jeder tiefere Einblick hat meine Sehkraft geschwächt und mich blind dem Licht der Welt gegenüber werden lassen. Wieso waren die jetzt schneller als ich? Ich gehe doch normalerweise schneller als... Oh. Folgt dem Propheten. Sprecht mit dem Propheten. Alles klar. Die Prophezeiungen der Schriftrollen der Alten sind etwas Fließendes, Lebendes. Sie stehen nicht fest. An vielen Punkten. Und was hat das mit mir zu tun? Wurden sie durch die Taten von einzelnen heroischen Sterblichen umgeschrieben. Ich weiß nur, dass ihr wichtig seid, Entseelter. Die Schriftrollen haben mir lediglich enthüllt. Oh, super! Wer sind denn die fünf Gefährten verwoben ist. Die fünf Gefährten sind eine Gruppe von Abenteurern, die einst nach einem Artefakt suchten, das man das Amulett der Könige nennt. Sie hofften darauf, dieses Artefakt einsetzen zu können, um Akatosh, den Drachen, davon zu überzeugen, ihren Anführer als ein Drachenblut anzuerkennen. Wer war ihr Anführer? Hast du auch schon Drachenblut gefragt? Ich frag mal, was Drachenblut ist. Drachenblut sind Sterbliche, denen Großes vorherbestimmt ist. Wir sind Drachenblut. Und durch deren Adern das Blut der Drachen strömt. Es heißt, nur ein wahres Drachenblut könne die ewigen Drachenfeuer der Kaiserstadt entzünden. So. Hat fort. Schon genug Geschwätz von diesem alten, blinden Narren gehört. Es ist an der Zeit, dass ihr die fünf Gefährten selbst trefft und Zeuge ihres Schicksals werdet. Okay, wir werden Zeuge ihres Schicksals. Lebt wohl. So, wir gehen jetzt wieder weg. Wo kann man denn das nochmal einstellen mit dem Laufen? Einstellungen? Escape, Einstellungen. Genau, Steuerung. Und dann kannst du... Laufen, Rennen, umschalten. Ein mächtiger Zauberer und Großkanzler des kaiserlichen... Also geteilt Zeichen. Der Schwertmeister der Rotwardone, Sais Sahar, Anführer der kaiserlichen Drachenwache. Mhm. Der Kaiser Varen Aquilarius, der versuchte, die Drachenfeuer zu entfachen und daran scheiterte. Okay. Und schließlich Manny Marco, der Verräter. Was, Manny Marco? Der König der Würmer. Ein mächtiger Nekromant und euer Scharfrichter. Im Ernst jetzt, Manny Marco? Hast du richtig gehört? Dies waren die fünf Gefährten, die sich von der Kaiserstadt aus auf eine große Suche begeben haben, um das verlorene Amulett der Könige zu bergen. Also, wie hätte das Amulett der Könige Varen in einen Drachenblut verwandeln können? Marco hatte Varen überzeugt, man könne das Amulett einsetzen, um ein Ritual durchzuführen, das die Drachenfeuer wieder entzünden würde.
Er behauptete, dies würde Akatosh erfreuen und ihn so davon überzeugen, Waren als ein Drachenblut anzunehmen. Okay, warum wollte Waren ein Drachenblut werden? Laut Tradition kann nur ein Drachenblut Anspruch auf den Rubinthron erheben und als der eine wahre Kaiser von der Götter Gnaden herrschen. Waren eroberte Cyrodiil und riss den Thron an sich. Doch solange er kein Drachenblut war, erzählt mir von Manimarco, dass man seinen Anspruch in Frage stellen würde. Manimarco, der Verräter. Verräter, die Sau. Der mächtigste Nekromant, den diese Welt je gesehen hat. Die Verderbnis seines Wurmkults reicht bis in den hintersten Winkel Tamriels. Er war es, der Waren überzeugte, jenes Ritual durchzuführen, dessen Zeuge. Was geschah, als sie das Ritual durchführten? Es kam zu einer Katastrophe, Krieg und Pestilenz. Die Welt wurde in die Knie gezwungen. Nun schaut gut zu und seht selbst, wie der Hochmut eines einzigen Mannes die größte Bedrohung erschuf, der sich unsere Welt jemals stellen musste. Lebt wohl. Wo muss ich hingucken? Da kommen sie, die fünf. Da ist sie, die Feuerschale des Drachenfeuers. Manimarco, seid ihr sicher, dass das funktioniert? Manimarco! Es wird funktionieren, mein Lehnsherr. Ist das nicht die Stimme von... Der Könige wird die Drachenfeuer neu entfachen und für euren rechtmäßigen Platz als Kaiser von Riddick. Ach, wie heißt er denn nochmal? Vin Diesel. Vin Diesel, genau. Es wird funktionieren, Manimarco, oder euer Nacken wird mit meiner Axt Bekanntschaft machen. Mein Herr, würdet ihr eurem Hals... Denkt die Stimme, kann ich auch. Maulkorb anlegen, sie nervt. Ist das nicht von Haus? Ja, richtig, von Dr. House. Um den rechtmäßigen Anspruch meines Herrn auf den Rubinthron zu sichern. Und das war die Stimme eben mit dem Ritual. Ich muss ein Schicksal erfüllen. Die Stimme von Spider-Man, von dem vom Vater, von einem Freund von Feuer beanspruche ich meine rechtmäßige Abstammung. Von Kobold, meinst du? Ja, genau. Aber nicht der Junge, sondern der Alte, der Senior. Beim Willen Akatosh nenne ich mich Drachenblut. Oha. Was passiert da jetzt? Aquilarius, ihr seid kein Erbe Alessias. Ihr werdet für euren Frevel zahlen. Der Schleier zwischen Tamriel und dem Reich des Vergessens reißt. Und Alter, auf. Was passiert denn da jetzt? Der Himmel öffnet sich. Dr. House? Das ist sehr schlecht. Dr. House ist geschehen. Was bedeutet das? Manimarco, was habt ihr getan? Leichtgläubige Narren, der Vin Diesel. Schleier zwischen dem Reich des Vergessens und dieser Welt wurde zerrissen. Du verzerstörst das ganze Spiel. Frei und kann Tamriel für sich beanspruchen. Akatosh, vergebt mir. Seid gnädig mit unseren Seelen. Ja, aber hier der Prophet auch bei denen dabei. Von der Stimme her? Vielleicht war es ja einer von denen. Weil die Stimme passt doch eigentlich ganz gut. Ich spreche mit dem Propheten. Das Ritual zerriss den Schleier zwischen Nirn und dem Reich des Vergessens. So konnte Manimarco damit beginnen, die Seelen zu rauben, die sein Meister für die dunklen Anker und den Beginn der Ebenenverschmelzung. Was ist schiefgelaufen? Mhm. Akatosh schenkte Alessia das Amulett der Könige als Symbol seines Bundes mit Nirn. Solange sich das Amulett in der Obhut von Alessias Erben befand und die Drachenfeuer brannten, war Tamriel vor den Daedra geschützt. Super! Ist dann geschehen. Manimarco brachte Waren durch eine List dazu, den Bund zu brechen. Und so zerriss der Schleier zwischen dem Reich des Vergessens und Nirn. Die Schriftrollen der Alten nennen dieses Ereignis den Seelenbruch. Es verschaffte Mulagbal die Möglichkeit, die Seelen Nirns von ihren Leibern zu trennen. Lecker. Was mit den Gefährten geschehen? Waren ist verschwunden. Inmitten dieses Chaos nahm Sai-Sahan das Amulett der Könige an sich und flüchtete. Lyris wurde von Manimarco gefangen genommen und nach Kalthafen in das Reich von Molagbal gebracht. Was ist mit Abnutarn und Manimarco? Abnutarn ist weiterhin Kanzler des Ältestenrats und seine Tochter Clivia herrscht jetzt als kaiserliche... Beziehungsweise Dr. House und Vin Diesel. ...in den Händen Manimarcos und seines Wurmkults. So. Liegt in den Händen Vin Diesels und seines Wurmkults. jetzt seid ihr in Kalthafen gelandet. Waren sie nicht unauffällig genug? Manimarco erfuhr von meinem Interesse. Manimarco hört sich an wie so ein pappiger italienischer Mafia-Chef. sie sahen euch als Bedrohung. Die Wahrheit ist stets eine Bedrohung für jene, die Böses tun. Sie sahen Manimarco. Ich würde seinen Verrat aufdecken.
Und wenn bekannt werden würde, wie verwundbar Nirn ist, könnte dies die Intrigen seines Meisters bedrohen. Wolag Baal macht keine halben Sachen. Begleitet mich ein Stück. Jo, komm, wir begleiten ihn noch ein Stück. So. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ein dädrischer Oberfürst, Obermacker keine halben Sachen macht. Wird, wäre Tamriel vor den Mächten aus dem Reich des Vergessens sicher. Aber der Seelenbruch hat den Schleier zwischen den Welten zerrissen und verschaffte Molag Baal die gewünschte Gelegenheit. Molag Baals dunkle Anker durchdringen den zerrissenen Schleier und wollen Nirn in die tiefen Kalthafen ziehen. Oha, was passiert denn da unten? Diese furchtbaren Werkzeuge der Zerstörung sind überall in Tamriel. Ui, what the fuck? Alter, was ist denn das? Ist das der Anker, das? Bam! Warum bist du schon so weit? Warum bist du schon so weit? Bei mir passiert noch gar nichts. Bei mir ist jetzt gerade, hat der Anker unten das Ding angezitt. Ja, ja, das hast du doch, mein Bam. Achso, okay. Wie eingeschlagen ist es, mein Bam. Ja. So rennt denn der Prophet so? Hey, ja, warum ist der Prophet so lang? So schnell? So lang, Moment, warte. In einer furchtbaren Ebenenverschmelzung zusammenfügen. Nur wenige werden diese Tortur überleben. Jetzt stehe ich hier, ne? Kehrt in die Zuflucht zurück. Guck mal, Hinweise, ich spreche mit dem Propheten. Und so fällt es an euch. Ach so, ich muss weitergehen. Wir müssen Molag Baal und seine dunklen Anker aufhalten, oder unsere Welt ist verloren. Und jetzt scheint die Geschichte uns eingeholt zu haben. Sollen wir zur Zuflucht zurückkehren? Ja, ich bin bereit, zurückzugehen. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Lebt wohl. Krasse Scheiße hier, ey. So, jetzt nochmal mit Propheten sprechen. Nee, ich bleib lieber hier, da wo es kalt schneit und überhaupt kein Leben existiert. Also, das ist eine blöde Frage, ey. Jetzt ist es eure Geschichte. Ihr habt mir einiges zu bedenken gegeben. Es gibt noch viel zu tun. Oh, mein Gott, was solltet ihr wissen? Diesen Weg müsst ihr nicht alleine gehen. Was ist also unser nächster Zug? Wir müssen stärker werden und zahlreicher. Ihr werdet mehr brauchen als die Begleitung eines blinden Mannes, um den Lauf der Geschichte zu ändern. Wir werden unsere eigene Gruppe von Gefährten um uns scharen. Das erste Mitglied. Wo ist also mein nächster Zug? Lyris Titanenkind. Lyris opferte ihre Freiheit, um uns die Flucht zu Begleitung eines blinden Alten, alles, um den Lauf der Geschichte zu ändern. Wir werden unsere eigene Gruppe von Gefährten um uns scharen. Das erste Mitglied habt ihr bereits getroffen. Ich warte, bis du auch da bist, wo ich jetzt bin. Lyris Titanenkind? Fragezeichen. Lyris opferte ihre Freiheit, um uns in die Flucht zu ermöglichen. Sie ist noch immer in Kalthafen gefangen. Ich muss ihren genauen Abnahme ausfindig machen. Ich glaube, wir ruinieren gerade das Spiel. So, was soll ich in der Zwischenzeit tun? Däumchen drehen. Manni Marco. Ein Netz aus Lug und Trug. Sie hetzen die Völker Tamriels aufeinander und lenken ihre Aufmerksamkeit von der wahren Bedrohung ab. Sucht diese Handlanger auf, wo immer ihr sie findet. Und deckt dann ihre Lügen auf. Deckt dann ihre Lügen auf. Ich werde dich tun, okay, was okay. Geht mir. Passt. Huch. Es hat mir doch einiges abverlangt, euch Einlass in meinen Geist zu gewähren. Ich muss mich ausholen. Ich werde zur rechten Zeit wieder Kontakt mit euch aufnehmen. Möget ihr bis dahin... Das heißt, wir die Handykarte wieder aufladen, oder was? Mit uns Kontakt aufnehmen. So, Quest abschließen. Cool, was... Jetzt gucke ich gerade noch, was wir hier im Schönes im Inventar bekommen haben. Einen ja, coolen... Ja, ich glaube, einen coolen Ring. Ein Ring? Oder? Ich hab schon einen Granatring. Aber der kann nix. Ich hab gar keinen Ring. Wieso hast du einen Granatring? Naja, Magiker ist immer gut. Irgendwo mal so gefunden. Haben wir den auch gut beim Charakter? Dann würde ich sagen, war's das schon wieder für heute. Ja. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen. Auf jeden Fall. Und wir werden sehen, wo uns die Zuflucht hier noch hinbringt. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.